same place and I'll meet you there. Deep right there, deep right, I'll be right, right. Stumbling up the stairs, please come. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ein ganz besonderes Video. Ihr wisst ja, ich bin schon länger Fan von den Noah-Laufradsätzen und durfte ja auch schon des Öfteren in den Genuss kommen, diese Laufräder zu fahren. Und jetzt ist es soweit, die Michi darf endlich auch mal. Deswegen vielen lieben Dank an den Noah von Noah Hubs. Und wir haben einen schönen Laufradsatz bekommen. Welcher Laufradsatz ist das überhaupt? Das ist die Rough-Felge auf jeden Fall mit der 120-Klicks-Narbe. Die 120-Klicks-Narbe, die fahre ich ja auch auf dem Levo SL. Und ich bin ja sozusagen auch alle Narben schon durchgefahren, dadurch, dass der Thomas schon alle Narben irgendwie mal hatte. Ich bin sehr gespannt, was die Michi dazu sagt, ob sie auch den Unterschied merkt, wie sich das fährt. Weil für mich ganz persönlich fahren sich die Laufräder einfach wirklich ganz, 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 ganz anders. Das Swoop zum Beispiel ist jetzt irgendwie ein anderes Rad, nachdem die Standardfelgen wieder drauf sind und der Carbon-Laufradsatz wieder zurück aufs Levo gewandert ist. Aber ich verabschiede mich jetzt von euch, weil die Michi kann das jetzt montieren. Die ist ja Michi the Mechanic und ich halte mich da raus. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Montieren. Leute, euch viel Spaß beim Zusehen. Ich verschwinde jetzt hinter die Kamera. Tschüss. So, es ist mal wieder soweit. Techniktipps mit Michi. Wir müssen nämlich vom Hinterrad, um die Laufräder zu wechseln, natürlich das Kettenblatt hier abmachen. Und da habe ich, wenn der Daniel mal nicht so einen Krach machen würde... Kassette heißt das. Hä? Heißt nicht Kettenblatt, heißt Kassette. Kassette? Kassettenblatt? Kannst jetzt mal gehen? Ja, ich brauche den Schlauch. Bei deinem scheiß Mac-Off ist hier kein... Du bist zu laut. Du störst unser Video. Ja. Und dafür habe ich mal wieder ein ganz tolles neues Werkzeug bestellt. Einmal sowas hier. Das nennt sich, glaube ich, Kettenpeitsche. Ich glaube, so war der Name. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und dazu gibt es hier sowas, die man dann hier so reinstecken kann. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Haben wir natürlich wieder alles noch nie gemacht. Aber das kriegen wir schon hin. So, also die Kettenpeitsche, die ist wohl dafür da, dass man das hier so dran legt. Ja, hier irgendwie so rum. Und damit dann so gegenhält, wenn man hiermit versucht, die Kassette zu lösen. Jetzt müssen wir das hier reinstecken. Oha. Und dann ist die Frage, in welche Richtung man dreht, ne? Aber links ist ja immer lose, oder? Oh Gott. Dann hat er es runtergedrückt, ne? Ich werde es nicht abkriegen. Müssen wir nicht filmen. Ich hab's auch ausgemacht. So, Freunde, sind mal wieder ein paar Tage vergangen. Die alte Kassette abzumachen hat nämlich nicht so reibungslos funktioniert, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Wir haben es sogar geschafft, diese Kettenpeitsche zu himmeln. Und das liegt nicht daran, dass wir das irgendwie falsch gemacht haben oder zu wenig Kraft hatten oder zu viel Kraft in dem Sinne, sondern die Kassette, die ich auf meinem alten Laufrad hatte, ist so eine spezielle E13-Kassette. Das heißt, dieser Freilauf und die Kettenblätter, das ist alles so ein Teil und das kann man gar nicht mit so einer Kettenpeitsche einzeln abmachen. Das hätten wir gerne mal vorher gewusst. Wir haben das auch nur durch Zufall erfahren, weil ich dann irgendwann die komplette Kassette in der Hand hatte und irgendwie gar nichts mehr funktioniert hat. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Kassette bestellt und zwar die GXDH und die werden wir jetzt gemeinsam montieren. Also wir haben jetzt hier auf dem Freilauf schon mal ein bisschen Montagepaste drauf gemacht.
Jetzt habe ich hier die Kassette. Wir haben schon von Thomas gelernt, dass man auf diesem kurzen Shimano-Freilauf, dass das dann hier von der GXDH nicht mit drauf passt. Dafür haben wir vom Noah super kurzfristig hier so einen kleinen Adapter zugeschickt bekommen. Den packt man dann hier auf den Freilauf drauf und dann ist auch kein Spiel mehr. Und ja, danke Noah, dass es so kurzfristig noch geklappt hat. Und jetzt bauen wir einmal alles zusammen. So, und jetzt kommen die einzelnen Ritzel drauf, natürlich von groß nach klein. Und die haben hier halt so Einkerbungen, die dann genau hier auf diesen Freilauf passen. Und das passt auch nur in einer ganz bestimmten Position. Deswegen kann man da eigentlich auch nicht viel falsch machen. Drehen, bis die Löcher an der richtigen Position sind. Zack, und dann geht's rein. Und bei den großen sind dann hier auch immer noch mal so kleine Spacer da, die man noch dazwischen schiebt. Ja, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, trage ich hier so eine wundervolle Schiene. Und was damit auf sich hat, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Auf jeden Fall kann ich jetzt nicht so viel Kraft aufbringen und deswegen macht der Daniel jetzt weiter und zieht das Ganze mal ordentlich fest. Wahrscheinlich kriegen jetzt wieder alle Leute eine Krise. Und das ist übrigens unsere neue Zange, Premium, aus Michis Bike-Werkstatt. Habe ich mir jetzt ausgeliehen mal, damit ich das festziehen kann. 40 Newtonmeter soll der hier drauf. Das große Problem an der Sache ist, ich habe keinen Drehmomentschlüssel, der so viel Newtonmeter kann. Deswegen ziehen wir es einfach volle Lotte fest, würde ich einfach mal behaupten. Ja, das ist gut, oder? Also, ich würde sagen, das ist fest. Und das Geile ist, jetzt haben wir auch kein Spiel mehr. Das klingt nachher viel geiler. Ich denke mal, ich werde der Michi jetzt noch schnell die Bremsscheibe wieder dranhauen und den Reifen wechseln vor allem, aber ja, oder? Ja. Ja. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist natürlich Reifen wechseln. Ich habe sogar so manche Freunde, die rufen mich extra, um deren Reifen zu wechseln. Oder die kommen sogar vorbei manchmal. Liebe Grüße, Marvin. Die Noah-Laufräder kommen natürlich schon direkt mit tubeless Ventil und Felgenband und so weiter. So ein Custom Noah-Ventil. Und deswegen ist es super easy. Wir hauen jetzt einfach nur den Reifen von hier auf die andere Felge drauf. Dann kommt noch die Bremsscheibe drauf. Und dann bin ich sehr gespannt, ob die Schaltung weiterhin richtig funktioniert. Boah, deine Karkasse ist richtig stark, ne? Ekelhaft, ey. Und gleich werdet ihr sehen, Leute. Ich hatte ja noch nie das Vergnügen, selbst auf Tubeless umzurüsten mit einem Noah-Laufradsatz, weil immer schon Tubeless drauf war vom Thomas. Und gleich könnt ihr live miterleben, ich habe ja den ersten Reifen schon beim letzten Mal gemacht, gleich könnt ihr live miterleben, dass man dafür keinen Kompressor dann mehr braucht oder sonst irgendetwas, sondern man haut den einfach drauf. Ich werde es aber nicht übers Ventil einfüllen jetzt, weil das war letztes Mal richtiger Krampf mit diesem Ding. Das ist echt ein Scheißteil, nämlich. Auch ein super Tipp ist immer, Klamotten anzuziehen, die ihr eigentlich nicht mehr braucht, wenn ihr das macht. So wie ich jetzt. So, und jetzt hole ich mal eben eine Pumpe und dann seht ihr, wie das abgeht. Ja.
Ihr habt jetzt schon gehört, und das ist eine richtige Kack-Schrottpumpe. Und trotzdem geht es einfach so easy. Der ist jetzt schon drauf. Das war's schon. Also ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass Laufrad und Reifen übelst viel ausmacht, wie kompliziert so eine Tubeless-Umrissaktion ist. Conti war ganz, ganz schlimm. Habe ich mich heute noch mit Thomas drüber unterhalten, dass das so richtig ätzend war, da die Reifen zu montieren. Plus, da ist die Karkasse dann noch mehrmals durch gewesen irgendwie. Ich habe immer die besten Erfahrungen gehabt bisher mit Maxxis und Schwalbe. Beides mega easy. Außer vielleicht die Downhill-Karkasse von Schwalbe. Die ist hardcore. Aber das war eine schnelle Tubeless-Montage. Das war super schnell. Super schnell. So, dann haben wir die Bremsscheibe dran. Das ist eigentlich so gut wie leer. Ist da noch voll frisches dran? Das lag doch die ganze Zeit jetzt an der Luft. Ein neues holen. Das Beste ist, wenn Daniel sagt, wir müssen irgendwas holen, dann endet es meistens damit, dass ich es hole, weil er es dann immer vergisst und nicht macht. Ich bin die Einzige, die hier das ganze Werkzeug nämlich auch kauft. Aber zum Thema, die Michi kauft jedes Werkzeug. es muss natürlich jetzt mit neuer Kassette oder andere Kette drauf, angeblich. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Es ist so. Aber Michi hat das recherchiert, die ist ja unsere Mechanikerin. Das ist mein Tool, um die Kette zu entfernen. Und das funktioniert super gut, habe ich schon oft gemacht. Ich muss nur jedes Mal wieder aufs Neue nachdenken, wie das funktioniert. Oh. Soll ich nicht drauf? Ist auch gar nicht unangenehm für die Hände oder so. Es ist super komfortabel. Ich habe gehört, es gibt auch so Zangen, aber die nutzen nur die Amateure. Ja, also wie man sieht, wir sind inzwischen hier oben in der Küche und machen uns jetzt was zu essen. Wir haben nämlich echt gar keinen Nerv mehr auf irgendwas rumschrauben, weil natürlich funktioniert das jetzt alles nicht. Die Schaltung funktioniert komplett gar nicht. Sie springt überhaupt nicht. Also wir kriegen es gar nicht so eingestellt, dass die Ritzel passen. Und wir haben natürlich jetzt auch die Kette noch nicht kürzen können, weil wir jetzt nicht wissen, wie lang die Kette sein muss, weil wir das Schaltwerk noch nicht eingestellt haben. Und ja, und deswegen wird der Daniel das wahrscheinlich mal zu Spree oder so bringen, oder? Ja, André und Flo, wir brauchen eure Hilfe. Ich habe auch keine Lust mehr. Die Michi, weiß nicht, sie ist irgendwie noch nicht so eine gute Mechanikerin. Ich also, würde vorschlagen, du gehst einfach mal, du hast ja noch ein paar Tage Urlaub, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, nimmst du den Urlaub und gehst bei Spree ins Praktikum. Also ich glaube, die Leute werden mir zustimmen, dass Schaltung einstellen, glaube ich, so das Ekelhafteste ist, was man so machen kann selber, oder? Naja, wir werden jetzt erstmal was futtern und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und ich muss euch ja auch noch erzählen, was mit meiner Hand ist. I can say it in person. Just wanna let you know. If you're tryna find love, know it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave, take a look into your eyes where I find reason. Yeah. Writing love letters from my broken English. Come say what it said. I'm wishing you well. So, die Laufräder sind jetzt immerhin schon mal montiert und man kann jetzt schon mal sehen, wie es aussieht. Ich würde es jetzt auch unfassbar gerne einmal Probe fahren, aber erstens haben wir die Kette und die Schaltung noch nicht ready und ich habe ja noch das hier mit der Hand. Das begleitet mich jetzt auch schon ein bisschen länger und zwar seit Juni ungefähr. Da bin ich nämlich hier auf den Home Trails mal doof gestürzt und ich dachte seitdem immer, ich habe irgendwie was mit den Bändern oder mit den Sehnen und war deswegen auch vor ein paar Wochen schon mal beim Orthopäden und beim Röntgen war aber alles unauffällig. Und deswegen bin ich dann, wenn ich Fahrradfahren war, einfach immer mit der Schiene gefahren zur Sicherheit.
War jetzt aber vor 2-3 Wochen im MRT. Und da kam jetzt raus, dass ich scheinbar vor 3 Monaten einen Knochen im Handgelenk gebrochen hatte und es dann irgendwie nicht gemerkt habe. Und ja, sich deswegen da jetzt so ein Markraumödem gebildet hat und das sorgt für Wasser in den Gelenken und für Druck und deswegen habe ich halt Schmerzen. Und ja, deswegen erstmal die Verordnung vom Orthopäden, erstmal eine Fahrradpause für ein paar Wochen und dann muss ich jetzt nochmal zu einem Handchirurg und dann wird geguckt, wie es weitergeht, ob da eventuell irgendwie gesplitterter Knochen drin ist, der rausgeholt werden muss oder ob alles so von alleine wieder verheilt und man vielleicht gar nichts machen muss, das werden wir dann sehen. Jetzt habe ich erstmal Bikepause. Aber ich werde mich schon irgendwie anders beschäftigen, ob es dann jetzt hier weiter irgendwie am Fahrrad basteln ist oder halt die Bikewerkstatt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall nochmal großen Dank an Noah für die Laufräder. Ich habe mich echt sehr gefreut und ich kann es kaum erwarten, wenn ich wieder fit bin, die einmal Probe zu fahren. Bis dahin, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Laufräder so findet oder was ihr auch gerne für Laufräder fahrt, auf was ihr da so schwört. Und ja, liken, abonnieren, ihr kennt das Spiel. Bis dahin, ciao, ciao. Aufwärtssatz zu fahren und deswegen, ich glaube, wir sind die ganze Zeit out of focus. Ich glaube auch, das sah nämlich total unschön.